und herzlich willkommen bei Elder Demon Highlander. Ja, heute sprechen wir über Machesa, Dealer of Death. Lange möge sie regieren. Moment mal, was macht Machesa in einem Western-Setting? Ja, wir sind ja gerade mitten im Set Outlaws of Thunder Junction und da habe ich Queen Machesa quasi wiedergefunden und war ein bisschen irritiert. Warum ist Queen Machesa, die eigentlich ein ganzes Königreich regiert, jetzt im Wilden Westen angekommen? Tja, bei Outlaws of Thunder Junction ist es ja so, dass wir hier jetzt eine Plane haben, wo die ganzen Bösewichte der Welt einfach mal zusammenkommen können, um ja hier einfach mal machen zu können, was sie wollen. Warum Queen Machesa allerdings hier ist, ist mir echt ein Rätsel. Nichtsdestotrotz fand ich sie ganz interessant und wollte sie einfach mal in einem Video euch vorstellen. Machesa, Dealer of Death, kostet insgesamt 3 Mana. Ein blaues, ein schwarzes und ein rotes Mana. Das ist natürlich relativ günstig, allerdings brauchen wir 3 verschiedene farbiges Mana, um diesen Zauberspruch hier ausspielen zu können. Dann erhalten wir allerdings auch eine legendäre Kreatur mit Stärke und Widerstandskraft von 3-4 und Queen Machesa bringt eine neue Mechanik mit sich. Immer wenn wir ein Verbrechen begehen, dann können wir ein generisches Mana bezahlen. Wenn wir das machen, dann schauen wir uns die obersten 2 Karten unserer Bibliothek an. Eine davon können wir auf unsere Hand nehmen und die andere kommt in unseren Friedhof. Hierbei handelt es sich regeltechnisch nicht um einen Card Draw, allerdings ist es nachher so, dass wir eine Karte mehr auf unserer Hand haben. Um ein Verbrechen zu begehen, müssen wir einfach nur einen Gegner anzielen, irgendwas, was sie kontrollieren, also bleibende Karten oder Zaubersprüche oder Karten in ihren Friedhöfen. Das sollte in einem Grixis Deck gar nicht mal so schwer sein. Für alle, die vorhaben, sich einen Machesa Dealer of Death Deck zu bauen, den kann ich nur die Katana Sleeves von Ultimate Guards ans Herz legen. Natürlich sind sie Sponsor unseres Videos und unseres Kanals, allerdings kann ich euch diese Hüllen nur empfehlen, da wir sie auch bei der Produktion unseres Formats Underworld Championship benutzen und sie einfach eine richtig gute Qualität haben. Ich habe daher kein schlechtes Gewissen, euch diese Hüllen zu empfehlen. Für alle, die unseren Kanal etwas unterstützen möchten, kann ich nur raten, über den Link in der Videobeschreibung zu bestellen, denn dann erhalten wir eine kleine Provision. Die erste Karte, die ich heute mitgebracht habe, kommt aus dem Set Zendikar und ist schon ein paar Jahre alt. Es handelt sich um die Archive Trap. Dieser Zauberspruch kostet eigentlich 5 Mana, allerdings ist es so, wenn ein Gegner in diesem Zug seine Bibliothek durchsucht hat, dann können wir 0 Mana bezahlen, anstatt die Mana-Kosten dieses Zauberspruchs. Dann können wir einen Gegner anzielen und dieser muss die obersten 13 Karten seiner Bibliothek in den Friedhof legen. Ja, das ist schon ziemlich gemein. Zum einen, da wir den Gegner anzielen, haben wir hier erstmal ein Verbrechen begangen und können anschließend ein generisches Mana bezahlen, um uns die obersten 2 Karten unserer Bibliothek anzuschauen und eine Karte quasi nachzuziehen. Dies finde ich unglaublich stark. Ich habe mich entschieden, für dieses Video eine kleine Mill-Strategie zu verfolgen, denn wir zielen schön unsere Gegner immer wieder an und zwingen sie dazu, Karten zu millen und wir bezahlen einfach ein generisches Mana und können dann von unserer Bibliothek Nachschub erhalten. Dadurch, dass Queen Machesa sich quasi die obersten 2 Karten der Bibliothek anschaut und wir uns aussuchen dürfen, welche wir bekommen, haben wir immer eine gute Option auf der Hand, wenn ihr mich fragt. Deshalb darf auch Phenax, God of Deception, nicht fehlen. Ja, hier haben wir eine Gott-Kreatur mit Stärke und Widerstandskraft von 4-7, allerdings ist diese Karte erstmal keine Kreatur, es sei denn, unsere Devotion zu Blau und Schwarz ist größer als 7. Dann verwandelt er sich in eine Kreatur. Ja, und Kreaturen, die wir kontrollieren, haben aber trotzdem eine weitere Fähigkeit, die nämlich besagt, wir können sie tappen und ein Spieler unserer Wahl muss die obersten X-Karten seiner Bibliothek in den Friedhof legen, wobei X gleich die Verteidigungskraft dieser Kreatur ist. Ja, Machesa ist ja eine 3-4er-Kreatur, das heißt, diese könnten wir tappen, um schon mal 4 Karten zu millen. Das Interessante ist allerdings auch, dass wir wieder einen Spieler, also einen Gegner, anzielen können mit dieser Fähigkeit und begehen damit gleichzeitig wieder ein Verbrechen. Können also ein generisches Mana bezahlen, um uns dann wieder Nachschub von unserer Bibliothek zu ziehen. Insgesamt schon eine ziemlich üble Kombination, wenn ihr mich fragt, denn unsere Gegner müssen hier ganz schön viele Karten millen und wir müssen gar nicht großartig viel machen und brauchen das Mana gar nicht hier gerade ausgeben, sondern für Zaubersprüche ausgeben, sondern wir können das Mana nutzen, um es natürlich in die Triggered Ability von Machesa reinzupumpen. Wenn wir auf eine Mill-Strategie gehen, dann dürfen natürlich Kreaturen wie Bruvac nicht fehlen, die den Mill-Effekt nochmal verdoppeln. Insgesamt finde ich ziemlich interessant, dass wir mit jedem Zauberspruch, der unsere Gegner anzieht, wir so einen kleinen Cantrip durch Machesa erhalten, wenn wir ein generisches Mana mehr bezahlen. Das ist einfach ein enorm starker Vorteil.
Klar ist, dass wir diesen Kartenvorteil in einer Art Control-Strategie auch noch weiter verfolgen sollten. Ich fand die Verzauberung The Eldest Reborn auch ziemlich passend für dieses Deck. Zunächst ist es erstmal so, dass unsere Gegner Kreaturen oder Planeswalker opfern müssen und Handkarten abwerfen müssen. Und in der dritten Phase können wir dann wieder eine Kreaturen- oder Planeswalker-Karte von irgendeinem Friedhof unter unsere Kontrolle ins Spiel bringen. Selbstverständlich können wir die dritte Phase auch nutzen, um ein generisches Mana mit Machesa zu investieren, um unseren Gegner hier zu beklauen aus dem Friedhof heraus und ein Verbrechen zu begehen. Allerdings dürfen wir auch nicht vergessen, dass mit jedem Verbrechen, das wir begehen, wir ja eine Karte auf die Hand bekommen und einen in den Friedhof. Also The Eldest Reborn kann auch ziemlich gut genutzt werden, um eigene Kreaturen aus dem Friedhof zu reanimieren. Trotzdem gehört Machesa für mich auf einen Thron und deshalb darf Curt of Cunning hier nicht fehlen. Wenn diese Verzauberung das Spielfeld betritt, werden wir erstmal der Monarch, was mir ziemlich gut gefällt. Am Ende unseres Zuges dürfen wir dann nämlich eine Karte ziehen, wenn wir der Monarch sind. Zu Beginn unseres Upkeeps dann können wir eine beliebige Anzahl von Spielern auswählen, die entsprechend zwei Karten millen müssen. Das können natürlich bis zu drei Spieler sein in einem Commander-Match und wir könnten hier theoretisch bis zu drei generische Mana bezahlen zu Beginn unseres Upkeeps, um uns die obersten sechs Karten anzuschauen und dann jeweils aus einem Zweierpaar eine Karte rauszunehmen, also drei Karten auf die Hand zu bekommen. Wenn wir der Monarch sind, dann muss jeder Spieler, den wir ausgewählt haben, allerdings 10 Karten millen stattdessen, was auch schon mal unserem Ziel näher kommt, dass wir unsere Gegner totmillen wollen. Zudem würde ich noch Captain Ngathrott in dieses Deck reinpacken. Ich hoffe, ich habe den Namen hier richtig ausgesprochen. Es ist ein Horror-Pirate und ich finde, der passt auch ziemlich gut rein. Eine 3-6er-Kreatur, also das ist auch schon mal eine gute Kreatur, die ziemlich viel wegblocken kann. Allerdings hat sie auch noch Menace, das heißt, auch im Angriff ist sie gut. Und immer wenn sie einem Spieler Kampfschaden zufügt, dann muss dieser Spieler entsprechend viele Karten millen. Die letzte Fähigkeit ist allerdings ziemlich interessant für uns, denn zu Beginn unseres Endsteps suchen wir uns eine Artefakt- oder Kreaturenkarte in einem Friedhof eines Gegners aus und legen diese Karte dann unter unsere Kontrolle ins Spielfeld, wenn sie in diesem Zug von der Bibliothek aus dorthin gelegt wurde. Da wir natürlich eine schöne Millstrategie verfolgen, können wir so nochmal schön uns die Friedhöfe unserer Gegner anschauen und uns daran bedienen. Ja, auch Karten, die in den Friedhöfen unserer Gegner liegen, bedeuten, wenn wir sie klauen, also hier haben wir jetzt explizit stehen Target, Artifact or Creature, das bedeutet auch hiermit begehen wir wieder ein Verbrechen und können sogar dann nochmal zusätzlich ein generisches Mana bezahlen, um einen Kartenvorteil zu erhalten und das, obwohl wir uns eine gegnerische Kreatur geklaut haben. Unsere Gegner wird dieser Trick hier auf jeden Fall ziemlich hassen. Da wir vermutlich eh ziemlich viele spontan zaubernde Hexereikarten haben in unserem Deck, sollte auch Oja, Pakpatik, Deepest Epoch in diesem Deck nicht fehlen. Immer wenn wir einen spontan Zauber von unserer Hand ausspielen, erhält dieser Zauberspruch Rebound. Das bedeutet, wir exilen diesen Zauberspruch und zu Beginn unseres nächsten Upkeeps spielen wir diesen Zauberspruch einfach nochmal erneut aus, ohne die Mana-Kosten bezahlen zu müssen. Da habe ich zum Beispiel an Brain Freeze gedacht, denn wenn wir schon mal so einen Kartenvorteil erhalten durch Machesa, dann werden wir wahrscheinlich auch viele Zaubersprüche ausspielen und können dann mit Brain Freeze einen Gegner anziehen und ihn richtig viele Karten millen lassen. Wenn wir dann noch Oja Pakpatik draußen liegen haben, dann kommt diese Karte ins Exil und zu Beginn unseres Upkeeps spielen wir sie einfach nochmal erneut aus. Und jedes Mal zielen wir ja unsere Gegner an und begehen so richtig viele Verbrechen. Dass wir unsere Karten da im nächsten Zug nochmal erneut umsonst ausspielen können, fühlt sich jetzt gar nicht mal mehr so schlimm an. Zudem würde ich Kess hier in diesem Deck auf jeden Fall noch spielen. Das ist auch eine legendäre Kreatur, 3-4 mit Flugfähigkeit. Und ja, während unserer Züge dürfen wir eine Spontanzauber- oder Hexereikarte aus unserem Friedhof heraus ausspielen. Das dürfen wir einmal machen und wenn wir diesen Zauberspruch dann erneut ausgespielt haben, dann wird er auch ins Exil geschickt statt in unseren Friedhof. Allerdings empfinde ich das als enorm starken Vorteil, auf unsere guten Zaubersprüche nochmal zurückgreifen zu können. Schließlich ist es ja auch so, dass wir mit Machesa uns immer zwei Karten anschauen dürfen und uns dann für eine möglicherweise bessere Karte entscheiden müssen, die wir auf unsere Hand bekommen. Die andere landet ja dann im Friedhof. Mit Kess haben wir dann trotzdem immer noch Zugriff auf unsere vielleicht doch zweitbesten Zaubersprüche, die blöderweise im Friedhof gelandet sind. Wie so ein richtiges Verbrechen fühlt es sich an, wenn wir Neutralisationszauber ausspielen, die gar nichts kosten, wie zum Beispiel Force of Will. Hierbei ist es ja so, dass wir Zaubersprüche unserer Gegner anzielen, um diese neutralisieren zu können.
Tja, Force of Will ist jetzt nicht nur umsonst, sondern wir können auch ein generisches Mana bezahlen, um uns die obersten zwei Karten anzuschauen und nochmal eine richtig üble Karte nachzuziehen. Also, wenn unser Deck auch noch vollgespickt ist mit Neutralisationszaubern, dann haben wir auch immer noch richtig gute Optionen anschließend auf der Hand und laufen nicht Gefahr, leer zu gehen. Tja, das wird, glaube ich, ein gutes Deck sein, wo wir unsere ganzen Neutralisationszauber reinpacken können, die gar nichts kosten. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar ein Grund ist, warum wir Machesa eventuell in sehr kompetitiven Bereichen sehen könnten. Zudem fand ich die Karte Mind Over Matter auch noch ein bisschen overpowered in diesem Deck. Hierbei können wir uns eine Handkarte aussuchen und sie abwerfen und dann tappen wir oder enttappen wir ein Artefakt, eine Kreatur oder Landkarte unserer Wahl. Das können natürlich auch gegnerische Kreaturen, Artefakte und Länder sein. Jedes Mal, wenn wir hier jetzt eine Karte abwerfen und eine gegnerische bleibende Karte anziehen, begehen wir ein Verbrechen und können ein generisches Mana bezahlen, um uns die obersten zwei Karten anzuschauen. Wir haben also die Möglichkeit, mit dieser Karte richtig häufig durch unsere Bibliothek durchzufiltern, denn mit jeder Karte, die wir abwerfen und eine gegnerische bleibende Karte anziehen, können wir für ein Mana zwei neue Karten uns anschauen und kriegen eine neue auf der Hand. Das heißt, wir können unsere Bibliothek dann anschließend weiter durchsuchen, wenn wir die neue Karte, die wir ja frisch dazu erhalten haben, einfach wieder über Mind Over Matter abwerfen und den ganzen Loop wieder von vorne durchgehen. Das bedeutet, dass wir natürlich schön nach Kombokarten in unserem Deck suchen können, wenn es dann im Spiel an der Zeit ist zu gewinnen. Eieiei, was ist Machesa, Dealer of Death, nur eine verrückte Commander-Karte? Dass wir quasi jeden Zauberspruch, der unsere Gegner anzieht, in einen Cantrip verwandeln können für ein generisches Mana, ist einfach unglaublich stark. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr zu Machesa denkt und ob ihr es okay findet, dass sie jetzt kein Königreich mehr regiert, sondern einen Cowboy-Hut auf hat und im Western-Set unterwegs ist. Ich verabschiede mich wieder in die Spoiler-Season und sage bis zum nächsten Video hier bei Elder Demon Highlander.